Eine Stoppel wie aus dem Bilderbuch. Keine Unkräuter. Wie man das erreicht, haben wir Landwirte gefragt, die Keleo anwenden. Zum Beispiel Sabine Wüstemann aus Thüringen. Das Keleo haben wir zur Distelbekämpfung auf der Stoppel eingesetzt, aber Keleo erzielt ebenso eine gute Wirkung gegen Quecken und Ackerwinden, also alles, was so Wurzelunkräuter sind. Wenn Sie zum Beispiel Zuckerrüben anbauen in der Fruchtfolge, da ist die Distelbekämpfung sehr teuer. Also bekämpfe ich die Disteln auf der Stoppel. Ob es jetzt eine Rapsstoppel ist oder eine Getreidestoppel, ist egal. Ich lasse die Disteln dort auflaufen, bis sie genügend Blattmasse haben, appliziere Keleo. Und wir haben damit nachhaltige Bekämpfungserfolge erzielt. Es gibt kein anderes vergleichbares Produkt, was diese Wirkstoffkombination beinhaltet. Keleo ist verhältnismäßig flexibel einsetzbar. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist wüchsige Bedingungen und eine hohe Luftfeuchte bei der Applikation. Keleo ist super formuliert. Das bewirkt natürlich, dass das Mittel besonders gut aufgenommen wird und seine Wirkung entfalten kann und dass der Wirkstoff bis in die letzte Wurzelspitze transportiert wird. Zugucken kann man da nicht, man muss sich schon etwas gedulden, aber so nach 14 Tagen sieht man Bekämpfungserfolge. Die Wirkung, die versprochen wurde, die hat sich eingestellt und es hat einfach funktioniert. Ich bin sehr positiv überrascht und kann dieses Produkt wirklich nur an alle Landwirte weiterempfehlen, die Distelprobleme haben, die Wurzelunkräuter für immer vom Acker weg haben wollen.